Ist auch interessant, wir können uns diesmal rückwärts bewegen. Also Claude scheint wirklich tatsächlich immer in die Richtung zu schauen, in die unsere Kamera auch zeigt. So, wir leihen uns mal hier ein Auto aus. Verzeihung. Darf ich mal? Interessante Steuerung, sehr direkt. Und wir machen uns dann auch direkt wieder zu Luigi hin, denn momentan gibt es einfach nicht so viel Auswahl. Wir müssen erstmal die wenigen Möglichkeiten nutzen, die sich uns bieten. Und spannender Knick, der sich in die Laterne eingearbeitet hat. Ich bin rechts dagegen gefahren und der Knick zeigt nach rechts. Na gut, was soll's. Ja, die wenigen Gelegenheiten müssen wir nutzen, die sich uns bieten. Und dann werden wir uns schon mit der Zeit ein bisschen hocharbeiten können. Aber momentan müssen wir halt nehmen, was kommt. Und das heißt auch für Pimps zu arbeiten. Misty und der Mafioso. Hey, I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Klar doch. Also wenn ich sie mir so anschaue, das ist die in der Mitte hier übrigens im Ladebildschirm, habe ich auch nicht das Bedürfnis, sie anzuschauen. Besorgt ihr ein Auto? Vielleicht ein anderes. Ja, ich weiß, ich brauche einen Schlitten für den Job. Gut, Stallion ist vielleicht nicht die geilste Wahl, eben wegen der schwammigen Lenkung, aber ich wollte zumindest ein Auto haben, das ganz ist momentan. So, was hier ist schon Diablo Territory? Mensch, wir sind doch nur 2 Meter gefahren. Das heißt, du bist sehr nah an der Grenze zum Feind, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Naja, sacken wir sie mal ein. Was? Links umschalt, rechts umschalt. Ah, okay. Na komm schon, lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Ah, Misty zu Joey. Also es ist doch nicht wirklich Luigi's Girl, sondern eher Joey's Girl, wie es scheint. Verzeihung. Ich glaube, wir sollten mal flüchten. Wo ist eigentlich die... Ich war es nicht. Wo ist eigentlich die Sprint-Taste? Die scheint nicht an der Stelle zu sein, wo sie sein muss. Okay, nehmen wir mal ein Auto, das nicht so leicht aufs Dach fällt. Wir sehen, man muss ja echt extrem aufpassen, wenn man aufs Dach stürzt, sofort raus, weil die Kisten halt auch extrem schnell explodieren dann. Okay, mit dem Manana, den kennen wir schon aus Vice City. Ich glaube, den gab es in San Andreas nicht. Mit dem sollten wir da ein bisschen besser zurechtkommen, ohne aufs Dach zu stürzen. Ich frage mich, ob Misty uns immer noch als verlässlichen Fahrer ansieht, nachdem wir jetzt mal so einen kleinen Überschlag ohne Grund eigentlich gemacht haben. Na gut, liefern wir sie ab und machen ein paar Kontakte. Joey! Am I gonna get to play with your big ends again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Hat er gerade geredet? Er hat all right gesagt. Ich dachte, der redet nicht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Sowas. Okay, wo ist das klingelnde Telefon? Ich habe keine Ahnung. Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass er plötzlich... Redet, was machst du da in meinem Auto? Ist das hier irgendwo? Hallo? Der Abkocher. Okay. The name's Chocks. Marty Chocks. I run the bitch and dog food factory around the corner. I got money troubles, but hey, who doesn't, right? I'm meeting my bank manager later. He's a crooked bastard that keeps bumping up the loan repayment so he can cut a slice. Take my car, pick him up, and bring him back here. I got a little surprise for that blood-sucking leech. Die Bitchin' Dogs Fleischfabrik, ganz großartig.
Das war jetzt etwas verwirrend. Hier war überhaupt nichts angezeigt, dass hier in irgendeiner Form eine Mission auf uns wartet. Aber gut, was soll's. Ich bin dabei. Keine Ahnung, woher der weiß, dass hier jemand ist, der seine Mission ausführen wird. Aber hey, ich kritisiere das mal nicht. Muss ich da rein? Jetzt wird die Kamera... Ja, ich muss da rein. Ich guck mal ein bisschen mit. Wo ist denn hier der Eingang? Hier. Lassen Sie mich doch mal durch in Ihre Fleischfabrik. Fleischfabrik ist nie ein gutes Zeichen für diejenigen, die hingefahren werden. Zum Glück sind wir diejenigen, die fahren. Und nicht die gefahren werden. Triff dich mit dem Bankier. Ich glaube, das geht nicht so gut für ihn aus. So, dann machen wir auf das Loch. Gut, wo müssen wir denn hin? Also ich muss sagen, das hat mich jetzt doch ein bisschen verwirrt, dass wir hier eine Mission anfangen, ohne dass da irgendeine Markierung war. Denn das war jetzt eigentlich nur zufällig, dass ich das Klingeln mitbekommen habe. Aber hey, was soll's. Kommen Sie rein. Ich arbeite für Ihren Klienten. Aha. Machen wir. Bereite dich schon mal darauf vor, zerhäckselt zu werden. Denn ich glaube, darauf läuft's hinaus. Halt, da ist der Eingang. Öffne das Tor. So, und dann liefern wir den Kleinen mal ab hier. Viel Vergnügen. Ich hätte mich ja auf neutralem Gebiet getroffen. Oh, fahr das Auto zur Schrottpresse, um Beweise zu beseitigen. Steig aus, der Kran hebt das Auto rein. Ja, das war vorher zu sehen. Irgendwie. Bloß nicht für den kleinen Bankier, der hat damit nicht gerechnet, denn er hat nur Zahlen im Kopf. Oder er kennt Mr. Chomps nicht gut genug. Mir hat das eine Telefonat mit ihm gereicht, um zu erfahren, was für ein Kerl das ist. Entschuldigung. Und zwar ein Kerl, der wildfremde Menschen anruft auf der Straße und ihnen sagt, dass sie ihm bei einem Mord als Komplize dienen sollen. So, kommen wir hier lang? Ich glaube, die Straße ist ein bisschen kaputt, ne? Ja, geht aber. Gut, dann fahren wir die Kiste doch mal ins Loch rein hier. Oh. Ich glaube, wir werden hier ein bisschen öfter vorbeikommen und immer mal wieder was vernichten an Beweisen. Park in der markierten Zone und steig aus. Das Fahrzeug wird dann geschrottet. Geht klar, Boss. Tschüss. So, warten müssen wir hier ja eigentlich nicht. Wir können aber mal zuschauen, wie die Kiste versinkt. Damit wäre das erledigt. Und weg. Pam! $1000 für uns, da haben wir ja mehr gekriegt, als wir Misty abgeholt haben, Mensch. Mr. Chonks, Sie sind nicht sehr spendabel. Ich muss echt mal demnächst schauen, auf was für einer Taste ich das Sprinten liegen habe. Okay, Springen ist da, wo es vorher auch war. So, jetzt bräuchten wir bloß mal ein Auto hier. Und natürlich mal wieder ein Stallion, was sonst. So, dann, wo machen wir denn als nächstes mal hin? Ich würde sagen, wir machen zu Luigi, weil wir sowieso schon ein bisschen näher an ihm dran sind. Kommen wir hier lang? Es ist so dunkel bei mir irgendwie auf dem Bildschirm. Ich hoffe mal, das ist im Video dann nicht ganz so schlimm. Vielleicht muss ich da auch nochmal ein bisschen was an den Werten drehen. Weiß ich noch nicht, muss ich mal schauen. Aber ich meine, in der Nacht ist es nun mal... Entschuldigung, Pim. In der Nacht ist es nun mal dunkel. So, Luigi, was hast du diesmal für uns? Pump Action Thriller. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Abner Nation opposite the subway. Okay, geht klar.
Jetzt gibt's also endlich die erste Waffe für uns. Und ja, das sind die Autos der Jungs, die wir platt machen müssen. So, wo ist denn der Ammunition? Ist das eine Straße weiter? Oder muss ich nochmal ganz anders fahren? Ja, ich muss nochmal andersrum. Ach nein, hier ist ein Durchgang. Wunderbar. Alles gut. So, dann schauen wir da erstmal hier drin vorbei und holen uns wahrscheinlich eine Pistole ab. Geh mal zur Seite, Alter. Dachte ich mir. Gut, wir können dann später hier kaufen. Diese Frau steht nur im Weg rum. Okay. Da ist unser Pistölchen. Und theoretischerweise könnten wir jetzt ein bisschen üben hier. Aber muss ja nicht sein. Lassen wir das mal. Okay, wechseln wir auch gleich mal das Auto. Wir müssen ja nicht ständig mit einem Stallion durch die Gegend fahren. Weg da! Und fahren erstmal komplett falsch. Wunderbar. So, hier drüben geht's lang. Ist ja wirklich gleich um die Ecke hier. Okay, sollen wir ihn jetzt umbringen oder... Alter, was geht denn hier ab? Hallo! Oh, Entschuldigung. Wie ist das denn passiert? Treffe ich den gar nicht? Hallo? Was ist denn hier los? Ah! Wow, Alter! Ist gut! Ich krieg's gar nicht hin, hallo? Es ist... okay. Das lief ganz und gar nicht so wie geplant und ich habe keine Ahnung, warum er so abgespackt hat beim Schießen jetzt. Okay, wenn du außer Gefecht bist, wirst du zur nächsten Klinik gebracht. Das kennen wir aus den Spielen davor, beziehungsweise danach, wie auch immer. Wir verlieren alle Waffen und die Ärzte knöpfen ein bisschen Geld ab. Genau, die Mission ist fehlgeschlagen, das ist ja klar. Alles klar, je länger du spielst, desto mehr Wege wirst du finden, dich zu verarzten und dich selbst zu schützen. Hätten wir das schon mal abgearbeitet? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was er jetzt gerade da veranstaltet hat beim Schützenduell, sage ich mal, beim Shootout. Aus irgendeinem Grund wollte er ja, als wir noch auf der anderen Seite des Wagens gestanden haben, überhaupt nicht auf ihn schießen. Und als wir dann ein bisschen weiter rüber gegangen sind, sodass der Typ mit seiner Pumpgun auf uns schießen konnte, dann hat er auch nicht mehr funktioniert. Also er wollte auch nicht treffen. Ich weiß nicht, das war irgendwie gerade sehr, sehr merkwürdig alles. So, aber versuchen wir es doch einfach gleich nochmal. Im Zweifel überfahre ich die Typen einfach. Ich meine, auf den einen habe ich mich ja gerade auch schon draufgestellt. Machen wir das Video direkt mal weg. Ja, kennen wir schon. Diesmal steht wenigstens auch keine Uschi in der Tür rum. So, dann fahren wir gleich nochmal rüber. Ups. Okay. Dann wieder auf zum Ammunition. Und der Typ fährt diesmal eine andere Runde, wie es scheint, oder? Hallo. Ja, thanks. Thanks a lot. So, die sacken wir für uns ein. Ja, unsere Baseballschläger sind wir jetzt zumindest losgeworden, aber ich glaube, damit können wir noch leben. Okay, der steht gleich hier drüben rum. Hallo. Du hast da irgendwie einen Unfall gebaut. Oh, diesmal steigen sie gar nicht aus. Oh, jetzt doch. Jetzt doch. Okay. Wow! What the fuck? Was geht denn hier ab, Mensch? Ich glaube, ich muss mich erstmal sehr eingewöhnen an die Art, wie sie hier kämpfen. Das lief in San Andreas irgendwie ein bisschen besser. Weiß nicht, ob realistischer? Ja, wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall besser. Das ist ja sehr, sehr abstrus hier. Als wird er wohl den ersten Kampf im ganzen Spiel hinkriegen, oder? Muss ich jetzt echt schon in den dritten Versuch gehen hier dafür? Sehr schrecklich. Na gut, also auf zur dritten Runde.
Yay? Weiß nicht. Ach Mann. Gerade erst angefangen mit dem Spiel und schon ist es deprimierend. Vielleicht war das auch ein Grund, warum ich das so selten gespielt habe. Ich weiß es nicht. Also ich muss auch sagen, das ist auch der einzige Teil von den dreien, den ich lange Zeit selbst gar nicht besessen habe. Den habe ich mal bei irgendjemandem gespielt, bei irgendeinem Bekannten und das hatte mir dann lange Zeit auch gereicht. Während Vice City und San Andreas auch wirklich in meinem Besitz waren. Irgendwann hatte ich mir dann mal alle drei zusammen für den PC gekauft, aber das hat dann natürlich dazu geführt, dass ich den Teil halt auch gar nicht weiter gespielt habe dabei. Entschuldigung. Die anderen zwei gefallen mir halt auch einfach weitaus besser. Aber er gehört dazu. So, komm, wir nehmen mal einen neuen. Schauen wir doch mal, ob es diesmal ein bisschen besser läuft. Dass die Autos so schnell kaputt gehen, wenn drauf geschossen wird, dass sie so schnell explodieren, ist schon ein bisschen übertrieben, oder? So, Freunde. Weg da. Lassen wir sie erstmal ein bisschen verunfallen. Ach, schade. Ich dachte, er steigt noch aus. Dass ich ihn gleich mit erwische, aber das war dann doch nicht der Fall. So, jetzt aber. Zack, das war Nummer 1. Und ich glaube, auf dem anderen stehen wir drauf mit dem anderen Auto, oder? Ja. Das ist aber sehr tragisch. Lass mich mal kurz hier die Waffe nehmen. Zack. Oh, echt jetzt? Okay, dann nehmen wir mal ein neues Auto und holen uns auch den anderen noch auf die Art und Weise. Ich vermute mal, wenn ich jetzt auf ihn schießen würde, würde da nichts passieren. Oh. Gut, Mission erledigt. $4000, wir haben keinen einzigen Schuss abgegeben. Aber hey, was soll's.